Es ist eine der rätselhaftesten Explosionen im Weltraum, denn diese Explosion bricht alle Rekorde. Nicht nur, dass die Supernova IPTF-14 HLS 2014 mit einem Nachleuchten von mehr als 600 Tagen mehr als 10-mal länger dauert als normal, sie hat auch einen mysteriösen Vorgänger. Und um den zu finden, müssen wir in das Jahr 1954 zurück. Wie ist die Lage also bei IPTF-14 HLS? Jetzt den Klick zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Das ist eine wirklich verrückte Geschichte, denn bei IPTF-14 HLS stimmt einfach gar nichts. Im Las Cumbres Observatory in Kalifornien wurde die 800 Millionen Lichtjahre entfernte Supernova entdeckt. Sie explodierte mit einem für Supernovae Typ 2P typischen Aufleuchten. Aber dann passierte etwas, das eigentlich unmöglich ist. Normalerweise passiert bei diesen Supernovae Folgendes. Sie haben vor der Explosion eine geschätzte 8- bis 17-fache Sonnenmasse, beziehungsweise eine bis zu 32-fache, aber dann kommt es sich nicht zur Supernova, sondern die Sterne stürzen zu einem schwarzen Loch zusammen. Es sind rote Überriesen oder selten auch gelbe Hyperriesen, die zu solchen Supernovae werden oder eben auch zu schwarzen Löchern. Sie kollabieren immer auf die gleiche Art und Weise, wenn sie nicht zu groß sind. Der Brennstoff für ihre Kernfusion ist aufgebraucht und ohne diese Fusion können sie der Gravitation durch die eigene Masse keinen Gegendruck mehr entgegensetzen. Die Gravitation ist dann so stark, dass der Stern in sich zusammenstürzt. Das heißt, dass die durch die Relativitätstheorie beschriebene Krümmung der Raumzeit, denn das ist die Gravitation, zum Zusammensturz führt. Die Masse stürzt aufeinander und stößt bei diesem Aufprall wie beim Zusammenstoß, bei einem Unfall wieder auseinander. Diese Explosion sehen wir als Supernova. Was übrig bleibt, ist ein Neutronenstern, Durchmesser 10 bis 20 Kilometer, also winzig klein. Der Rückstoß der Materie führt zum Aufleuchten der Gase rund um diesen Neutronenstern für rund 100 Tage. Bei IPTF-14 HLS dauerte es allerdings 600 Tage. Diese Supernova stellt absolut alles auf den Kopf, was die Astrophysik bisher über diese Supernovae wusste. Und es wird noch spukhafter. Die Helligkeit der Explosion änderte sich in den letzten Jahren ständig. Immer wieder wurde die Supernova heller und dunkler. Etwas absolut unmöglich. Und es wird noch verrückter. Diese Supernova ist quasi ein Déjà-vu, denn 1954 gab es sie schon mal. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen entdeckten damals an genau derselben Stelle eine Supernova. Und das ist absolut verrückt. Wie kann das sein? Ein Stern, der mehrmals stirbt? Es scheint nur eine Erklärung dafür zu geben. Dieser Stern ist ein Dinosaurier. Ein Stern, den es so eigentlich nicht mehr geben dürfte. Solche Sterne dürften nur in der Frühzeit des Universums existiert haben. Sie sind mit bis zu 130 Sonnenmassen absolut riesig und können dadurch mehrmals explodieren. Ihr Kern bleibt lange unbeschädigt und sie kollabieren erst nach mehreren Explosionen zu schwarzen Löchern. Vielleicht werden wir hier jetzt Zeuge der Entstehung eines solchen schwarzen Loches und sehen vielleicht in einigen Jahren an dieser Stelle gar nichts mehr, außer einer Gravitationslinse, wie sie schwarze Löcher bilden. Spannend auf jeden Fall. Ich halte euch hier auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann lasst mir hier ein Abo da. Vergesst nicht den genau auf die Glocke. Hier geht es weiter mit neue Gefahr umherstreuende schwarze Löcher. Absolut spannendes Thema. Einfach draufklicken, dann geht es sofort los. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran.